Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Ja, Vernetzungskonferenz Elektromobilität hier in Berlin. Uwe Beckmeyer hat sie gerade eröffnet. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Geht's gleich elektrisch zurück ins Büro oder noch konventionell? Also ich fahre zurzeit noch konventionell. Das ist aber auch ein Thema. Wir müssen uns anstrengen, in Deutschland noch mehr Automobile im Angebot zu haben und vor allen Dingen Automobile, die bezahlbar sind. Da erwarte ich natürlich auch von der deutschen Automobilindustrie, dass sie nicht nur auf Verbrennung setzt, sondern auch die Anstrengung erhöht, genau wie wir, in Richtung Forschung und Entwicklung, aber auch natürlich im Angebot, da noch einiges zu bringen und ich will nicht sagen Gas zu geben, sondern den Elektrohebel noch weiter umzulegen. Ja, Herr Beckmeyer, wo sehen Sie denn die Elektromobilität ganz allgemein im Herbst 2014? Na, wir sind auf dem Wege. Wir haben seitens der Bundesregierung, ich sag mal, viel in Gang gesetzt. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, wie versprochen, für Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, dass wir auch mit vielen mittelgroßen Unternehmen, aber auch Forschungsinstituten in Deutschland auf gutem Wege sind, bei der Batterietechnologie und bei weiteren damit zusammenhängenden Komponenten doch uns wirklich nach vorn zu bewegen. Unser Ziel ist, dass wir Leitmarkt werden auf diesem Felde. Und ich glaube, dass es das auch eine Anstrengung wert. Sie haben es schon angesprochen, wir haben relativ teure Fahrzeuge, aber wir haben sie jetzt. Deutschland hat sich konzentriert auf Forschung und Entwicklung. Das hat die Fahrzeuge hervorgebracht, die jetzt noch nicht im ganz großen Stil gekauft werden, weil sie relativ teuer sind. Würden Sie rückblickend nochmal so entscheiden, in Richtung Forschung und Entwicklung zu gehen? Also an der Thematik kommt keiner vorbei. Ich glaube, Forschung und Entwicklung ist mit ein Schlüsselthema bei all diesem, was wir da jetzt tun. Was ich erwarte, ist natürlich auch, dass marktgängige Fahrzeuge jetzt kommen und das vor allen Dingen auch damit verbunden, sag mal, eine Marketingstrategie auch einsetzt, die eben nicht nur darauf abhebt, Vergleiche Anschaffungspreis Verbrenner zu Elektro, sondern auch den Zyklus, den Lebenszyklus mit ins Auge fasst. Denn das Elektroauto kann nach 4-5 Jahren durchaus auch preislich mit einem Verbrennungsauto konkurrieren, weil die entsprechenden Verbrauchskosten dann doch deutlich, ich sag mal, sinken. Die NPE sieht ja jetzt die Marktvorbereitung weitgehend abgeschlossen. Wir haben ja den schönen Masterplan hier in Deutschland. Jetzt steht der Markthochlauf an. Gewerbliche Fahrzeuge können bald abgeschrieben werden. Da gibt es eine Sonderregelung, die auf dem Weg ist, Gott sei Dank. Wann kommt die Kaufprämie für Privatleute? Ich glaube, darüber sollen wir nicht spekulieren, weil ich befürchte, dass wenn wir das täten, würden wir einen Attentismus auslösen. Was uns vorschwebt, ist, dass wir bei den Flotten etwas tun können und tun wollen. Und ich freue mich, dass inzwischen auch einige Bundesländer überlegen und das auch Hamburg zum Beispiel ja schon auch sehr, ich sag mal, forciert, dass wir da bei den Anschaffungen voranschreiten. Das gilt auch für den Bund. Ich glaube, der Bund ist ebenfalls gehalten, bei seinen Flotten, die er selber fährt, das Elektroautomobil auch stärker in den Fokus zu nehmen. Das ist wünschenswert. Wir müssen da eine Vorbildfunktion haben. Die sollen wir auch wirklich voll ausfüllen. Und das gilt auch für vom Bund beherrschte Betriebe in Deutschland, die ebenfalls durchaus durch eine günstige Elektroflottenpolitik auch Beispiel geben können. Das wird auch dazu führen, dass dann private Nachfrager, Seniorendienste und so weiter, die durchaus auch mit den Reichweiten, die zurzeit angeboten werden, gut zurechtkommen, ihre Flotten umstellen. Und ich glaube, bei denen ist es auch, ich sage mal, eine Rechenaufgabe am Anfang, vielleicht ein bisschen mehr in die Investitionen am Anfang zu packen und dann anschließend im Laufe der Jahre dann festzustellen, die Verbrauchskosten sind deutlich günstiger als beim normalen Verbrenner. Dann haben wir in Deutschland die große Baustelle Ladeinfrastruktur. Deren Ausbau kommt für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam voran. Wie sehen Sie das? Muss da ein bisschen mehr passieren? Auf jeden Fall. Ich denke mal, wir haben zurzeit 4.700 Ladepunkte.
Die sind natürlich vor allen Dingen in städtischen Ballungsgebieten untergebracht. Das ist auch richtig, war auch der richtige Schritt am Anfang, da wo die Leute wohnen, da wo sie arbeiten, entsprechende Punkte auch einzurichten, weil da stehen die Autos, da können sie geladen werden. Aber wir brauchen natürlich auch an den Fernstraßen solche Ladepunkte, an den Autobahnraststätten und so weiter, aber auch im Lande, damit auch eine Kontinuität im Grunde angeboten wird. Also die Möglichkeiten für den Verbraucher, den Konsumenten, klar zu sagen, liebe Freunde, wir sind nicht nur in Berlin und Hamburg und den großen Städten unterwegs, sondern du kannst auch mit diesem Gerät übers Land fahren und du bleibst da nicht liegen und musst dich abschleppen lassen. Ist das ein Thema, was man den gebeutelten Energieversorgern überlassen kann? Oder anders gefragt, reicht ein noch nicht so ganz weit bekanntes KfW-Programm aus, um da die Investoren zu motivieren? Also ich glaube, wir müssen auch da noch ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen bei der Einrichtung. Und ich glaube, das, was jetzt aktuell diskutiert wird zwischen Bund und Ländern, wird auch dem helfen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir auch bei dem nächsten E-Gipfel im Frühjahr diesen Jahres, ich glaube Frühjahr diesen Jahres ist es, eine entsprechende auch weitere Initiative starten können. Es gibt ja eine Initiative, die sozusagen national Schnellladeinfrastruktur, DC-Schnellladeinfrastruktur aufbaut. Projekt heißt SLAM. Da wird CCS als europäischer Standard gefördert. CHAdeMO darf erstmal so nicht mit rein oder wird nicht gefördert. Ist die Angst vor den asiatischen Fahrzeugen da so groß oder was ist die Motivation, CHAdeMO so auszuschließen? Also ich glaube, wir haben in Europa Gott sei Dank einen Standard gefunden und ich finde, wir sollten diesen Standard jetzt auch nutzen. Der ist ja auch durch entsprechende EU-Regeln vorgegeben. Wir führen den jetzt national ein und das ist erstmal die Verabredung, die wir haben und ich glaube, das ist auch die Basis dessen, an der wir uns orientieren sollten. Was wiederum ja sozusagen die Pioniere, die ja nun mal aus Japan kamen mit ihren Fahrzeugen, dementsprechend schon 2.000-3.000 auch auf der Straße, erstmal doch ganz schön ausgrenzt. Gut, ich will niemanden ausgrenzen, aber ich denke mal, wir haben eine europäische Verabredung und die europäische Verabredung ist jetzt auch maßgeblich für das, was wir in Deutschland tun. Ein gewichtiges Thema schiebt die Industrie noch so ein bisschen vor sich her. Das ist die Fertigung von Batteriezellen hier in Deutschland, in Europa. Glauben Sie, da geht noch was oder ist der Lithium-Ionen-Zug für uns leider abgefahren? Na gut, ich meine, wir haben erstmal festgestellt, ganz am Anfang der Debatte, dass wir bei der Forschungslandschaft dort sehr schwach auf der Brust waren. Das ist Gott sei Dank, glaube ich, in den letzten 1, 2, 3 Jahren verbessert worden. Ich denke mal, dass die eine oder andere Forschungsinitiative auch die Hochschulen erreicht hat und im Grunde ein gutes Zusammenwirken sowohl von forschungsintensiver Industrie wie aber auch unseren Hochschulen und Universitäten erstmal stattgefunden hat. Das ist schon mal wichtig. Das Zweite ist, ich denke mal, das Thema dürfen wir nicht abhaken. Sonst sind wir, ich sag mal, nicht mehr auf der Überholspur, sondern wir sind abhängig von Dritten. Und Sie wissen ja, wenn man abhängig ist von Dritten, dann bestimmen die am Ende die Preise. Und die Preise sind entscheidend für das, was wir eigentlich verkaufen wollen, nämlich Elektromobilautos. Und insofern müssen wir schon auch in der Frage was Eigenständiges haben, was konkurrenzfähig ist, was technologisch hochwertig ist, einfach um auch bei der Preisgestaltung am Ende des Tages mit dabei zu sein. Sonst sind wir abhängig von dritter Seite und das ist, glaube ich, für die Batterietechnologie, insbesondere im Zusammenhang mit der Batterie, ich sage tödlich. Nun haben wir in Deutschland die besondere Situation, dass wir eine nationale Plattform Elektromobilität haben, die alle Industrien, alle Player, alle Branchen an einen Tisch bringt. Halten Sie das für ein Vorbild, was man international auch anderen Staaten raten kann an der Stelle? Ja, es wird ja schon kopiert, wie ich höre. Und die Fachleute und Fachfrauen bei uns im Hause sagen das ja auch. Wichtig ist, dass wir auch bei unserer nationalen Plattform, ich denke mal, dieses Instrument so nutzen und intensivieren. Und darum ist auch so eine Konferenz, wie wir sie hier heute haben, mit vielen Playern sehr wichtig. Wir müssen uns stärker noch austauschen, noch stärker vernetzen, noch mehr voneinander wissen und mehr Anregungen auch aufnehmen. Auch die Politik muss das tun. Ich bin auch nicht allwissend, sondern wir müssen auch von der Forschung und aus der Industrie heraus
ich sag mal, Impulse mit aufnehmen für das Tun, was wir und für das Gestalten, was wir uns vornehmen für die nahe Zukunft. Das erwarte ich allerdings umgekehrt auch. Die Automobilindustrie kann nicht nur auf Verbrennung setzen. Irgendwann wird ein chinesischer Produzent oder ein asiatischer Produzent auf den Markt kommen und dann haben wir das Nachsehen. Und ich glaube, diesen Tag möchte ich nicht erleben. Auch die deutschen Schaufensterregionen sind beispielgebend. Sie entfalten nur noch nicht die ganz große Öffentlichkeitswirksamkeit. War es rückblickend vielleicht ein bisschen zu vermessen, davon Schaufenstern zu sprechen? Ja, Schaufenster ist ein guter Begriff. Ich persönlich hätte sie nicht auf 4 reduziert. Also es gab ja durchaus am Anfang viel, viel mehr. Und da sind ja einige ein bisschen, ich sag mal, traurig übergangen worden und haben am Ende dann im Grunde gesagt, okay, wir kriegen keine öffentlichen Mittel mehr. Das machen jetzt 4 große Schaufenster und wenn Sie die 4 Schaufenster, ich sag mal, identifizieren, merken Sie auch, wenn Sie die Bundesländer aufrufen, wer da eigentlich hintersteckt. Und ich hätte mir persönlich gewünscht, dass wir die Breite ein wenig mehr erhalten hätten. Dafür gab es eigentlich auch Interesse, aber nun müssen wir die Breite durch solche wunderbaren Konferenzen wie die heutige, denke ich, auch mit den Beteiligten der Schaufenster wieder erweitern. Und ich glaube, das kann Deutschland noch leisten. Da lese ich mal Optionen für ein Nachfolgeprogramm noch raus. Wenn Sie für uns noch mal einen kurzen abschließenden Blick in die Glaskugel werfen, wo geht's hin im Jahr 2015 mit der Elektromobilität? 2015. Na gut, ich hoffe, dass die Automobilhersteller, ich sag mal, noch ein bisschen attraktivere Produkte, nicht nur vom Fahrgefühl und von der Optik, sondern auch vom Preis her uns präsentieren werden, dass wir auf diese Art und Weise auch die Stückzahlen deutlich erhöhen können und dass wir auf diese Art und Weise auch mit dazu beitragen, dass Automobil auf die Straße kommt. Elektromobil muss gesehen werden, muss erfahren werden und damit auch Nachahmungseffekte entstehen. Man muss das Gefühl haben oder die Bürger müssen das Gefühl haben, das ist eine richtige Option, über die sie auch nachdenken beim Kauf ihres nächsten Automobils. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.